Ich werde versuchen, mich oben lang zu schummeln. Ich glaube, das ist einfacher als in der Mitte. Kann mich natürlich täuschen, aber so machen wir das jetzt. Frag mich, was die Röhre bringen soll. Am Ende ist bestimmt irgendwie eine Röhre. Es gibt einen kompletten zweiten Bereich, der genauso böse ist. Oder böse mit P. Ja. Muss gucken, der erreicht mich. Alles klar. Geduld, Geduld. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Hier muss ich warten. Ach, komm schon. Das ist so überflüssig. Das geht ich mich mit Yoshi durch die, über die Zahnräder in irgendwelchen Stachelgehegen. Dagegen ist das hier wirklich, sieht es auf jeden Fall sehr einfach aus, aber man verliert die Übersicht. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand meinte die Wand und nahm es dem Dübel übel. Naja, während ich mich hier am Durchschwimmen bin, kann ich ein bisschen was erzählen. Eigentlich bin ich gerade todkrank. Wer mir auf Facebook folgt, nur Facebook habe ich es geschrieben, weil Twitter hat mir einfach zu wenig Zeichen. War ich lange sehr erkältet. Das geht ja noch. Trotzdem kann ich da mit Näselstimme keine Videos aufnehmen. Ich muss da besser aufpassen. Habe ich jetzt trotzdem, ich finde, ich höre mich gerade auch noch ein bisschen komisch an mit Nase zu. Aber das ist alles vertretbar. Ich habe mal einen Mario Kart 8 Part gemacht, wo ich über meine Mittelohrentzündung letztes Jahr erzählt habe. Weil es so lustig war, hatte ich diesmal direkt noch eine. Und weil es nicht reicht, noch eine Gehörgangentzündung gratis obendrauf. Nicht so lustig, weil... Ich muss aufpassen hier. Weil ich fühle mich, als wäre so eine Dornseile in meinem Ohr. Ich bin zugetrönt mit Schmerzmitteln. Ich hoffe aber, dass der Part trotzdem okay ist. Vom Skill komme ich bislang gut durch, aber vom Kommentationsstil, ich merke, ich verschlucke ein paar... aufpassen. Verschlucke ein paar... Ah, da unten ist ein Schlüssel. Aber da komme ich nicht dran. Gott, Panik. Muss hier aufpassen und das richtige Timing abwarten, aber das ist jetzt kein gutes... Nee, 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 das geht einfach nicht. Muss warten. Oder bringt überhaupt warten was? Kann ich über irgendwo hinschwimmen jetzt? Das ist nicht zu fassen. So ein Mist. Ja, und eigentlich... Eigentlich bin ich gar nicht in der Verfassung, um aufzunehmen. Aber ich habe Bock drauf. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich die 100 Mario-Herausforderungen in letzter Zeit ziemlich oft gespielt habe. Auf allen Schwierigkeitsgraden. Ich hatte Freizeit. Um ehrlich zu sein, habe ich meinen Videovorrat aufgebraucht. Komplett. Ab und zu konnte ich mal was aufnehmen. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Aber eigentlich sind die Videos, die ihr jetzt seht, so ziemlich aktuell, weil ich keinen Vorrat mehr habe. Besser als wenn keine Videos kommen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Also ich war schon im Krankenhaus beim Arzt und so weiter und so fort. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und dann muss ich sowas hier durchmachen. Das kriegen wir hin, oder? Eieiei. Das Timing mit der Dornsäule da ist... Jetzt, jetzt, ne? Nee. Ah, ich warte noch einmal. Nee, das Timing wird schlechter. Ich muss auch Button smashen die ganze Zeit, damit ich hier... nicht gegen das Ding komme. Ja, jetzt ganz schlechtes Timing. Oh, please. Adrenalin. Nee, ist mir aber ein Vergnügen, mit euch zu zocken und aufzunehmen. Ich mach's ja auch gerne, ich bin ja auch süchtig. Ach, Let's Plays aufnehmen, ist so. Kann man sagen. So, verschwinde. Was kommt jetzt? Komm, gib mal Ziel. Ich geh mal hier durch, wenn keiner was dagegen hat. Also, das sind Sterne. Weil hier noch voll die fetten Bowsers tummeln. Oh, ja, tatsächlich. Solange das Ziel relativ frei ist, können hier... Oh nein. Können hier Bowsers sein bis zum Abwinken. Mag
der nicht mal springen? Der kann doch die Blöcke kaputt machen. Mal gucken, ob irgendwo vielleicht ein Block wieder fehlt. Ah, der hat viel kaputt gemacht. Ich glaube, das war nicht so bedacht. Nein, falsche Richtung. Da ist ein Schlüssel. Ah, der auch noch. Hä, das Ziel muss doch hier sein. Bowser Jr. muss den kaputt machen. Ja, oh, bitte, geh doch weg. Oh, tu mir einen Gefallen und geh doch einfach. Ich habe ein bisschen Angst. Nee, der macht eine Stampfattacke. Und tschüss, Mann, geh baden. Heieiei. Da wird einem ganz schön was geboten. Die Schlüssel waren total für die Katz, aber Hauptsache, wir haben die Zielflagge und einen weiteren Level auf sehr schwierig beendet. Holy Macaroni! Reicht nicht für den Rekord hier. Schade, Marmelade. Aber dafür haben wir schon 2/3 vom ganzen Modus. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Das da oben ist schon das Ziel. Aha. Das ist wieder irgendein Klitsche oder so. Nee, ich habe keinen Schimmer, das ist, was ich meine. Wenn ich nicht weiß, was zu tun ist. Ah, ich hätte eine Vermutung. Dass es irgendwo einen versteckten Block gibt. Irgendwo. Vorzugsweise eher so ein bisschen unten, wo man einfach nicht dran springen kann. Da werde ich mir jetzt mein Leben nicht verpfeffern, auch wenn das Ziel so nah und doch so fern ist. Das macht keinen Sinn. Wenn ich nicht weiß, wie es zu lösen ist, vielleicht steht es auf Japanisch da. Stand es im Video, im Level-Titel. Ich habe schnell geschaltet, aber nicht schnell genug. Vielleicht stand es im Videotitel, aber irgendwie, ne. Bomben! So, auch da habe ich wieder das Ziel. Oh Mann. Über den Twomps ist auch nur Bullshit. Das wird geskippt. Kann man nichts machen, das ist für mich zu schrottig. Gerne schwere Sprungpassagen und alles, was dazugehört. Schwere, lange Geisterhäuser. Aber es gibt Sachen, von denen halte ich nicht so viel. Also hiervon bin ich jetzt auch kein großer Fan, aber ich probiere es halt nochmal. Die Schwierigkeit hierbei liegt dabei, auf dem Trampolin springenden Trampolin nochmal auf dem Trampolin zu springen. Ach, come on. Immer diese Twomps aus dem Nichts. Ups, nee, das... Ja, ich wollte ihn ja anlocken und runterdotzen lassen, aber man ist da ein bisschen gehetzt und irgendwie... Ist natürlich auch nur Müll. Schwerer Müll. Was gibt's Schlimmeres als schweren Müll? Aber genau das ist für mich ein alternativer Titel für 100 Mario-Herausforderungen. Sehr schwer. Schwerer Müll. Ah, guck doch mal, wie viele da schon down gehen am Anfang. Ja, den Trampolinsprung da, den muss man erstmal so gebacken kriegen. Und der Rest ist ja dann auch keine Selbstverständlichkeit. Zumal die ja dann dauernd antanzen da. Oh. Wäre es eine Alternative, da durchzuspeeden? So schon mal nicht. Auffällig, dass die Pflanzen nicht rauskommen. Okay, wenn der Level noch länger geht, keine Ahnung. Die kommen vielleicht irgendwann, kommt mal eine rausgejumpt. So, ich gebe Speed. Okay, es ist eine Alternative, wenn ich danach irgendwie auf so ein Trampolin perfekt draufspringe. Meine Güte. Da soll man nicht im Strahl kotzen, ne? Ja, ich wollte auf dem Boden landen, aber das hat eh nicht funktioniert.
Das hätte nicht funktioniert, Freunde. Das hätte nicht funktioniert. Ja, was ich sagen wollte mit meinen ganzen komischen Entzündungen und alles. Mir geht's nicht so gut. Aber wenn ich aufnehme, geht's mir gut. Ich habe nur die Bedenken, ob ich mich irgendwie anders oder komisch anhöre oder... Ihr euch denkt so, mit dem geht's ja bergab. Es geht wieder bergauf, wenn ich wieder ganz der Alte bin. Macht euch keine Sorgen. Ich habe schon ein paar Ideen. Eine kleine, kleine Idee. Für den 100. Part Mario Maker. Da mal keine Sorgen. Machen wir bald Sorgen. Wenn auch aus anderen Gründen. Oh, ich hätte springen müssen. Tja, wie viele Leben da schon gelassen wurden. Genau aus dem Grunde habe ich da Bock drauf. So. Coinblocks. Im Moment nichts. Hammerbrüder. Also da hört der Spaß für mich auf. Das ist aber hinzukriegen. Das geht schon. Jawolski. So, die Hammerbrüder kommen ja runter. Wenn da jetzt keine andere böse Überraschung wartet, haben wir auch den 5. Level absolviert. Einer geht noch. Einer muss noch. Übrigens, für die ganzen Fragezeichenpilze, es gibt ja auch neue seit dem letzten Update. Ey, ganz knapp am Rekord vorbei. Was ist da denn los? Es gibt da neue Fragezeichenpilze. Also, es sind ja nicht Amiibo, aber es sind Amiibo-Kostüme. Da habe ich schon einiges freigespielt. Random Guy, Baby Bowser's Bombsketball Keep. Oh, Jemine. Schon sagen. Peacewitch, das ist schön, das ist wunderbar, aber was bringt der? Am besten einfach mal ausprobieren. Achso, da ist die Peacewitch-Tür. Entschuldigung, nicht gesehen. Übrigens, Bombsketball. Der Begriff kommt mir sehr bekannt vor. Mario Party 1 gab so ein Minispiel. Ich weiß nicht, ob es noch irgendein Mario Party noch so eins gab, was den Namen Bombsketball verwendet, aber das ist auf jeden Fall... Sehe ich da Parallelen. Ich bin da lieber vorsichtig und kick die ein paar Mal. Das ist aber auch böse. Nee, der ist mir schon zu heiß. Mach's halt so. Auch nicht. Nee. Nee, das ist mir. Nee, 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 weg damit. Steht das blöde im Weg rum, ne? Mach ich's jetzt halt so. Warum so vorsichtig? Ich muss jetzt einfach das Ding versenken. Ich sehe, dass diese Kugel wie die Station. Genau. Auf einem Block steht, der wegzubomben ist. Ich kann das Trampolin damit runterholen. Der Level ist eigentlich ganz cool. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ja! Och, das ist doch nice. Ach, da wird sogar da angehalten. Noch mehr. Ah, das gibt's nicht. Okay, jetzt verstehe ich. Es wird langsam immer schwieriger und ohne... Checkpoint ist es da ziemlich böse. Gerade wenn ich das sehe und so sage, könnte ich doch wetten, dass da noch ein Checkpoint kommt. Ich nur ihn mir noch lange nicht verdient habe. Random Guy. Aber die Idee gefällt mir. Ich will das auf jeden Fall weiterzocken. Mal sehen, was man da noch alles machen kann mit den Dingern. Bomben sind ja...
durchaus mein Fachgebiet. Mitunter, ja. Das, ja, so, so, so. Fuck. Bin ich nochmal dagegen gekommen? Bomben for the win, das ist seine Bombenstimmung hier. Ich darf sie nicht so lange festhalten. Ay caramba. Ich weiß, wie es geht, es mangelt an der Durchführung gerade. Goody, goody, goody. Naja, das ist nichts. Die ist mir schon zu heiß. It's getting hot in here. Na, nicht ganz, oder? Nee. Passt schon. Warm war der Tag. Geduld, Geduld, Geduld. Wenn ich da wenigstens mal einen Pilz bekäme, damit ich mir so, so was erlauben könnte, dann würde ich mich so viel sicherer fühlen, ne? Aber ich darf mir nichts erlauben. Nee, nee. Da kommt sowas. Der Level ist so cool, aber dann kommt sowas? Tja, ihr merkt schon, ich muss es immer wieder zocken auf euch, Käse. Also coole Ideen, aber der Levelersteller, ne? Will, dass man es am Stück schafft. Oder er hat sich einfach nicht ausreichend Gedanken gemacht über Möglichkeiten der Checkpoints. Komm mal her, du Sau. Wer mit dem Feuer spielt, muss Sorge tragen, dass er sich nicht verbrennt. So, aufgepasst, ist da oben was? Ja. Allerdings. Der ist schon zu heiß. Bombsgeball. Der ist mir auch schon zu heiß. Der auf jeden Fall auch. Ich wollte nur mal kurz hier mir ein bisschen Luft verschaffen. Luft. Reine Luft. Der explodiert doch da so eklig. Boah, ey. Kann ich denn da von der linken Seite irgendwie auch vielleicht noch eine Bombe bekommen? Das weiß ich ja nicht. Von dürfen kann hier keine Rede sein. Boah, das geht nicht so schnell. Ich guck mal hier lieber. Das kannst du doch nicht bringen. Das ist doch nicht schön. Die Idee ist echt cool, aber so fiese Stellen einfach dazwischen, die einfach nur frusten. Oder bin ich ein alter Spießer, der das verkehrt sieht? Jetzt krieg ich's nicht mehr hin. Jetzt bin ich draußen, Freunde. Ich bin draußen. Was ist los? Hä? Lol. Okay. Wir kommen hier im Turbo durch, deswegen. Aha. Nein! Ich würde sagen, wir sehen uns da oben wieder. So, pass auf. Und was macht das? Jetzt brauche ich... Kommt der nicht mehr? Doch, muss. Gibt einen P-Switch. Wenn ich auf den P-Switch drauf springe, muss ich einen P-Switch-Jump machen. Ach so. Ja, im Original wäre der Block weggegangen. Hier habe ich also den Checkpoint. Ich darf nicht groß bleiben.
Weiß nicht, was hier dabei ist. Bislang. Oh nein! Ist das ein fieser Möb, du? An die Option habe ich gar nicht so gedacht. Boah, Alter! Aber es ist wenigstens ein schönes, schweres Level. Wisst ihr? Es gibt halt den Schrott. Es gibt schöne Level. Ah, Mann! Das ist genau das, was der machen will. Da sehe ich auch schon das Ziel. Ich muss aber eine Bombe nach hinten schicken. Das wäre von Vorteil, Bowser Jr. da erstmal den Gar auszumachen. Noch besser wäre es, abseits der Bomben, macht mir eine Gefahr weniger. Es war ja klar, es war ja klar. Aber immerhin, wie es aussieht, schaffen wir es noch mit der Hälfte an Leben. So, geht es ganz easy. Das geht ganz easy. 2.0. Na gut, wenigstens explodiere ich davon nicht. Schade. Nee, wir sollten ihn besiegen. Der macht mir zu viel Alarm. Der stört hier schon immens. Also das ist ganz gut. Es ist so klar. Es ist so klar. Es ist schwierig, aber lasst es mich noch schaffen. Lasst es mich noch schaffen. Das ist doch easy peasy. So, bam. Hör was zum. Ha! Ich hätte ihn eben da hingeworfen nach hinten, ne? Alles zu schaffen. Komm nach rechts. Bist du ein Mann oder eine Maus? Sieht eher nach Maus aus. Nee, der nicht, der nicht, der nicht. Zack. 100 Mario-Herausforderungen auf sehr schwer geschafft. Klar, es gibt noch sehr viel schwierigere Level. Und man kann auch mal unlösbare bekommen. In Anführungsstrichen. Jeder Level ist ja lösbar. Aber ich habe es jetzt zweimal mit euch hinbekommen, ganz gut. Man muss dranbleiben. Kriegst auf jeden Fall einen Stern, bitte. Man muss dranbleiben. Man muss gegebenenfalls schauen, was zu tun ist. Sich die Stellen einprägen oder die Idee verstehen. Gegebenenfalls studieren. Aber auch wissen, wann es zu viel ist. Auch ich habe diesmal ein paar Level geskippt, wo ich mir dachte so, nee. Man darf es nicht übertreiben. Klar, für sehr schwer braucht man auch einen gewissen Grad an Skill. Ich freue mich, dass meine jahrzehntelange Jump'n'Run Erfahrung reicht, um das hier ganz gut zu beenden. Dafür gibt es Disc-Coon vom Famicom Disc System. Da seht ihr übrigens auch die anderen Amiibo-Kostüme oder Fragezeichen-Pilz-Kostüme, die ich bekommen habe. Balloon Fighter, Mopsy, Tetra und die rechts, weiß ich gerade gar nicht mehr, wer das war. Ja, da werde ich noch ein bisschen was freispielen mit euch. Jede Menge Stuff gibt's. Und mal gucken, was für ein Schwierigkeitsgrad wir als nächstes haben. Aber mal gucken, was in Part 100 kommt, ne? Nichts Außergewöhnliches, aber trotzdem ein bisschen was. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Ansehen und einen Daumen hoch für die sehr schwierige 100-Mario-Herausforderung. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!